ganz großen Namen wie Weiß, HWZ oder Gestört aber geil zusammengearbeitet. Macht aber auch sehr, sehr schöne, emotionale, gefühlvolle Musik. Und die möchte sie jetzt heute für euch hier performen bei Bochum Total. Macht mal bitte ganz viel Lärm für die wunderbare Anna Gray! Okay. Was? Genug Platz da. Ich sage, es ist genug Platz da. Ja. Wenn ihr was postet, mir ist es super wichtig, mit euch in Interaktion zu sein, zu wissen, wie es euch geht, was euch beschäftigt, einfach ehrliche Kommunikation. Von daher, wenn ihr später was postet, markiert mich sehr, sehr gerne, dann finde ich euch. Und dann alle von euch, die mich noch nicht kennen, als den Song, mich als Song, wo ihr bestimmt den ein oder anderen Part von kennt und ihr seid herzlich eingeladen, mit mir zu reden. We had it all planned out. Now I don't know what to do.
Als nächstes habe ich einen Song für euch, der heißt Ghost in My Bed. Manche von euch haben mich vorhin schon angesprochen auf Dance-Songs, die ich mal gemacht habe. Und bei mir ist das Ding, wenn ich Dance-Songs mache, behält es trotzdem meine Geschichte und meinen Text dahinter. Und bei dem Text ging es darum, dass meine Therapeutin mir früher gesagt hat, dass ich aufhören sollte, gegen meine Dämonen anzukämpfen und anfangen sollte, mit ihnen zu tanzen. Till the words dry out, so put it in all.
oft genug gehört. Bevor, singt gerne mit mir. Oh, oh, no. Alle jetzt wieder ein bisschen aufwachen. Geht's euch noch gut? Sehr schön, ihr seid alle noch da. Der Song geht an alle, die in der letzten Zeit, oder ich sag mal im letzten Jahr, ganz viel Liebe an die falsche Person verschwendet haben. Und der Song heißt Waste of Love. In den Zeitungen und im Internet über die Musikbranche, über bestimmte Bands oder sonstiges. Und da sind viele Dinge passiert, ob es Anschuldigungen sind, Wahrheiten sind. Das handelte viel von Übergriffigkeiten von älteren Männern an Frauen, aber auch in alle anderen Richtungen, ob es junge Mädchen sind, junge Jungs. Es wird so oft ausgenutzt, dass Menschen eine Machtposition haben, jemand anderem gegenüber. Und das darf einfach nicht passieren. Und deshalb habe ich einen Song geschrieben, der heißt Hush Money. Der geht genau darüber. Und es ist meine Bitte an vor allem euch, junge Mädchen, junge Jungs, passt gut auf euch auf in jeder Sekunde. Seid achtsam. Lebt das Leben, aber bitte passt auf euch auf. Thank you.
TikTok-Freunde werden da einige Songs von kennen, aber alle anderen auch. Von daher, wie immer, singt gerne mit mir mit. Bochum,
Als nächstes würde ich euch gerne einen Song zeigen, der ist nicht released oder sonstiges. Noch nicht. Kommt auch noch. Den habe ich geschrieben für meinen Opa. Und zwar ist mein Opa so was wie mein Vater für mich und so eine der wichtigsten Personen in meinem Leben. Und ich weiß nicht, Menschen von euch, die mal jemanden gesehen haben, egal ob er stark physisch oder psychisch krank ist, es gibt so diesen Zustand, wo ein Mensch nur noch eine Hülle ist und nur noch körperlich da ist, aber eigentlich gar nicht mehr anwesend ist. Und dieser Zustand ist so schwer zu verstehen und deshalb habe ich versucht, irgendwie es in Worte zu fassen und einen Song auszuschreiben. Ein bisschen intimer mit euch werden, bei einem Thema, nicht bei dem Thema, bei einem anderen Thema. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch ehrlich mit mir seid, so wie ich versuche, ehrlich mit euch zu sein. Wer von euch hat selber oder kennt jemanden, der mit mentalen, also psychischen Krankheiten wie Essstörung, Depression, Suchtstörung kämpft oder gekämpft hat? Erstmal ganz viel Liebe an euch. Danke für eure Offenheit. Und ihr kennt das vielleicht, es gibt so diesen Zustand, da ist man nicht mehr ganz gebrochen, da ist man aber auch noch nicht ganz geheilt und man ist irgendwo in der Mitte und weiß nicht so richtig, wohin mit sich, weil man ist nicht mehr dieses traurige Etwas, man ist aber auch noch nicht glücklich. Und ja, der nächste Song geht genau darüber und heißt Bomben. I'm hoping you'll understand.
mitbekommen, deshalb aber nach der Show komme ich nach vorne und dann kriegt ihr eine ganz tolle Umarmung, okay? Dankeschön. Wer von euch ist denn heute Abend mit dem besten Freund oder der besten Freundin hier? Wer von euch ist mit Mama oder Papa hier? Wer ist alleine hier? Und wer ist mit Partner oder Partnerin hier? Ich glaube, alle von euch, egal in welcher Art von Beziehung, kennen das. Da, wo sehr viel Leidenschaft ist, da, wo sehr viel Liebe wächst, kann auch schnell mal so ein krasser Emotionskrieg entstehen. Und nichtsdestotrotz will man aber alles für diese eine Person tun. Und den nächsten Song habe ich geschrieben für die Person, für die ich jederzeit alles tun würde. Logischerweise auf einer Bühne zu stehen, live vor Menschen zu sein, und auch wenn ihr alle jetzt nicht nur wegen mir da seid heute Abend, bedeutet es mir extrem viel,
dass ihr hier seid in einer Zeit von Social Media, wo wir die ganze Welt, die ganze Zeit zu unseren Fingerspitzen haben, in jeder Sekunde alles live verfolgen können, alles sehen können und uns dadurch viel, viel weniger rausbewegen und wirklich mal was erleben zusammen. Und deshalb, ja, danke einfach dafür, dass ihr hier seid und wir diesen Moment gerade zusammen erschaffen können. Stopp. Eine Sache noch. Ich weiß, es ist noch hell. Nichtsdestotrotz würde ich euch bitten, euer Handy rauszunehmen. Und zwar nicht, um zu filmen, sondern um eure Taschenlampe zu benutzen. Oder ein Feuerzeug, wenn ihr habt. Für den letzten Song, um einen noch mehr besonderen Moment für den Abschluss zusammen zu erschaffen. Und wenn ihr den Song kennt, könnt ihr ihn gerne mitsingen. Alle auch noch mal wieder ran. Schön, dass ihr da seid. Und weil wir alle so begeistert sind, kommt noch einmal klatschen. Sie merkt es auf dem Weg raus für Anna Gray. Ich muss ja sagen, ich bin zum ersten Mal hier und ich bin positiv.
positiv überrascht, wie toll ihr seid, wie groß das hier alles ist und wie viel Bock ihr habt. Schon um 16 Uhr standen hier die ersten Leute, haben angestanden, um auch wirklich in der ersten Reihe zu stehen. Aber ja, fast wie bei Harry Styles. Also richtig, richtig geil. Schön, dass ihr alle da seid. Und wie gesagt, trinkt genug, die Sonne verzieht sich langsam. Mais, es ist noch nicht so heiß wie die nächsten Tage, aber trotzdem genug trinken. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer knappen halben Stunde wieder.